Was unterscheidet eine Tortilla von einer Frittata? Richtig, die Italiener wussten, dass da einfach Spaghetti reinkommt. Das könnt ihr euch heute schmecken lassen, beziehungsweise mir zuschauen, wie ich das zubereite. Und ich wünsche mir jetzt einen guten Appetit, natürlich mit Lisa. Guten. Pasta geht immer und heute gibt es Frittata di Spaghetti. Und dafür brauchen wir Spaghetti, Pancetta, Scamorza, Knoblauch, Thymian, Basilikum, Parmesan, Milch und Eier. Und zuallererst Spaghetti kochen. Für Spaghetti brauchen wir viel kochendes Wasser, eine ordentliche Portion Salz, so, und jetzt schnell zum Schneidebrett. Ihr habt Pancetta. Den schneidet ihr nur einfach wild, grob, klein. Einfach einen Würfel oder wild klein. Wir bleiben bei wild klein. Ab in die Schüssel. So, den Scamorza, den schneidet ihr einfach ein bisschen in Würfel. Das ist ähnlich ein Mozzarella-Käse, nur der hier ist noch geräuchert. Also wenn ihr es riechen könntet, Hammer. Den schneidet ihr auch einfach in kleine Würfel. Der hat hier so eine Außenschale. Die könnt ihr aber mitessen, das ist überhaupt gar kein Problem. Der hat auch so ein Fettgehalt zwischen 40% und 50%. Das heißt natürlich, der schmilzt nochmal so richtig schön, entweder auf der Pizza oder jetzt wie in dem Fall in der Frittata. So, voilà. Sorry, es ist einfach so, man muss immer so ein bisschen naschen in der Küche. Und jetzt mache ich was, das habt ihr noch nie gesehen. Ich gebe jetzt hier ein bisschen Milch ran. Dann gibt es da Ei drauf. Habt ihr übrigens gewusst, wenn man zwei Eier zusammenschlägt, dass nur immer eins kaputt geht? Ihr kennt das wahrscheinlich von so Frühstückswettkämpfen, wenn man sagt, welches Ei geht kaputt. Also es geht immer eins kaputt. Lisa, hast du das mal gemacht zu Hause mit hart gekochtem Ei? Nee, noch nicht. Dann stülpt ihr dann immer so aneinander. Okay, also beim nächsten Mal weißt du Bescheid. Probier Eierstoßen. Eierstoßen klingt doch hart. Witzig. So, da kommt jetzt drauf. Wo ist denn meine Pfeffermühle? Da kommt jetzt drauf. Ordentlich Pfeffer. Dann Salz. Dann nehmen wir hier so ein bisschen Thymian. Den zupft ihr am besten, wenn ihr von oben nach unten zum Stiel so runterreißt. So. Dann ist der schon perfekt gezupft. So, dann braucht ihr eine Knoblauchzehe. Hinten, vorne, ab. Draufgeschlagen. Schneidet ihr wild klein. So, wenn ihr den Knoblauch habt, dann checkt ihr mal eure Spaghetti und das wandert dann in die Pfanne. Perfekt. Nudeln abgießen. So. Und nicht abschrecken. Dann könnt ihr schon mal die Pfanne aufsetzen. Da kommt jetzt Olivenöl rein und der Knoblauch. Knoblauch, dann kommt hier eure Eier, Milch, Scamorza, Thymian und Pancetta-Masse. Und jetzt, pass mal auf, kommen die Spaghetti. Da einfach mit drauf. Dann schnell ein bisschen verrühren. So, und jetzt aufgepasst, die Masse einfach hier drauf gleiten lassen. Ja. Dann schön verteilen, dass überall gleich viel ist. Also so, dass überall ungefähr gleich viel Pancetta ist, Käse. Deckel drauf,
den Puff ein bisschen sauber machen und dann gleich mal wenden. So, wenn ihr seht, dass hier oben das Ei quasi schon so richtig schön fest ist, dann geht ihr hier mit dem Kollegen so am Rand entlang und löst die Frittata. So. Dann auch ruhig so ein bisschen unterm Rand. Oh, so eine Frittata braucht halt auch einfach echt viel Liebe und Zuneigung. Und jetzt zeige ich euch einen Tipp. Normalerweise, wenn ich richtig lässig wäre, würde ich jetzt natürlich einen Meter hochschmeißen und würde hier reinfallen, aber das geht nach hinten los, das weiß ich. Viel zu viel Masse drin. Deswegen den Deckel und einmal umdrehen und hoffen, dass sie drauf liegt. Das reicht noch nicht ganz. Zweiter Versuch. So gut wie, okay. Ist nicht tragisch. In dem Fall, das passiert uns allen, einfach hier noch ein bisschen Öl drauf. Und dann die Frittata einfach wieder so rein. Und dann von der zweiten Seite auch nochmal gut 5 Minuten kleiner Flamme einfach backen lassen. So, dann gucken wir mal, was der Kollege hier macht. Und auch hier kommt jetzt der Deckel-Trick wieder zum Einsatz, weil wir können essen. So, ihr könnt die Frittata natürlich auch einfach aus der Pfanne essen. Guck mal, hier von der anderen Seite sieht die schon wieder viel schöner aus. Oder ihr macht euch das richtig schön auf so ein Brett oder einen großen Teller. Und dann kann ich euch noch empfehlen, dass ihr euch da oben drüber natürlich so ein bisschen Basilikum einfach drüber zupft. Den könnt ihr auch vorher klein schneiden, wie ihr wollt, oder ihr ruft euch den einfach da drüber. Und dann, da wir alle Käse lieben, beziehungsweise Parmesan auch, gibt es hier einfach nochmal eine ordentliche Portion Parmesan drauf. Ein bisschen machen wir noch Lisa, oder? So, und dann schneiden wir das mal an hier. Und jetzt schaut mal. Wir lassen uns das Ganze jetzt schmecken. Wir wünschen euch weiterhin viel Spaß im Homeoffice und verdammt guten Appetit. Haben wir Teller oder nehmen wir das? Wir nehmen das, Lisa, oder? Ab zum Tisch.